Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr meiner Meinung nach am schnellsten komplett legal und ohne Glitchen von komplett broke zum Millionär werdet. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video. Und da würde ich sagen, starten wir direkt rein. So, als allererstes brauchen wir natürlich ein Fahrzeug, um uns fortzubewegen. Fahrt mit dem Fahrzeug einfach zum LS Customs und tut das Fahrzeug dann einmal versichern. Ihr müsst einfach in die Kategorie Peilsender reingehen, dann einmal versichern und Vollkasko und schon ist das Auto dann euch. Also Schutz vor Diebstahl und Sicherheit, Peilsender kaufen, Vollkasko und schon ist das Fahrzeug schon mal euch. So, als nächstes begeben wir uns dann zum Casino, denn beim Casino haben wir die Möglichkeit, einmal am Tag am Glücksrad zu drehen und natürlich auch einmal uns den Casino-Bonus abzuholen. Dafür müssen wir uns aber erstmal uns die Mitgliedschaft kaufen für $500. Geht dafür einmal ins Handy rein und geht auf die Internetseite von Diamond Casino und kauft euch die Mitgliedschaft für $500. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr an die Kasse hingehen und dann geht ihr ganz unten auf Besucherbonus und dann könnt ihr euch den täglichen Besucherbonus von 1000 Jetons sichern. Den könnt ihr auch dann sofort in Bargeld eintauschen. Und natürlich haben wir die Möglichkeit, einmal am Tag am Glücksrad zu drehen. Dort haben wir natürlich dann die Chance, entweder das Auto zu ziehen, RP zu bekommen, Jetons oder natürlich auch Geld, was optimal wäre für uns, weil wir am Anfang sind. Natürlich kriege ich ein Kleidungsstück, was man natürlich gerade am Anfang nicht gut gebrauchen kann. Naja gut, nichtsdestotrotz machen wir weiter. Rockstar Games hat uns ein paar Aktionen gestartet für den Anfang, wo wir auf jeden Fall schon mal gut Geld verdienen können. Und zwar fangen wir erstmal mit der Kopfgeldjagd an. Mode wird sich bei euch melden mit einem Foto mit der gesuchten Person. Guckt dann einmal auf der Map, dann müsst ihr einmal die Kontaktperson suchen. Aber ganz wichtig, tötet die Kontaktperson nicht, weil wenn ihr die Kontaktperson tötet, bekommt ihr nur 5000 GTA-Dollar. Wenn ihr die Kontaktperson lebend zur Mord bringt, dann bekommt ihr 10.000 GTA-Dollar. Schlagt sie einfach nur so lange, bis die Person aufgibt und euch dann folgt. Begibt euch dann einfach mit der Kontaktperson einfach dann zu eurem Auto hin. Und bringt sie dann ganz einfach zum Mord. So, Kontaktperson Nummer 1 ist abgeliefert, 10.000 GTA-Dollar sind auf unserem Konto. Insgesamt gibt es 5 verschiedene Kontaktpersonen, die wir bei Mode abliefern müssen. Einfach mal ein paar Minuten warten, dann werdet ihr die nächste E-Mail bekommen mit der zweiten, dritten, vierten und fünften Person. Einfach genau dasselbe machen, einfach dann bei Mode abliefern. Und ja, wenn ihr das gemacht habt, kommt ihr das Steinkriegsbeil. Jetzt müsst ihr mit dem Steinkriegsbeil einfach nur noch 25 Leute töten. Egal, ob das jetzt Spieler sind oder NPCs, wenn ihr die getötet habt, bekommt ihr nochmal saftige 250.000 GTA-Dollar. Als nächstes starten wir direkt rein mit der nächsten Aktion und zwar mit der Schatzsuche. Ich bin hier schon mal zum ersten Hinweis hingefahren und zwar ist das folgende Problem. Die Hinweise, die werden leider nicht auf der Karte angezeigt, aber ich werde euch auf jeden Fall zeigen, wo sich die Orte genau befinden. Einfach nachmachen wie im Video. Und ja, insgesamt gibt es auch 5 verschiedene Hinweise. Die müsst ihr euch alle suchen und holen.
So, hier haben wir dann noch den fünften Hinweis. Und beim fünften Hinweis gibt es halt ein Problem. Der spawnt halt nicht, der Spawnpunkt ist halt nicht überall gleich. Ich werde euch auf jeden Fall die Karte euch auch in der Videobeschreibung dann noch reinhauen. Guckt euch einfach auf der Map an, wo der letzte Spawnpunkt ist. So, und nun müsst ihr euch einfach zum Flughafen in Sandy Shores begeben. Uhrzeit zwischen 0 Uhr und 5 Uhr morgens, dann werdet ihr den Schlitzer begegnen. Den Schlitzer, den müsst ihr einmal töten. Und wenn ihr den getötet habt, bekommt ihr dann nochmal 50.000 GTA-Dollar. Und ihr habt nun den Navy-Revolver freigeschaltet. Mit diesem Navy-Revolver müsst ihr nun 50 Leute töten, egal ob das Spieler oder NPCs sind. Nachdem ihr dann die 50 Leute getötet habt, bekommt ihr nochmal saftige 200.000 GTA-Dollar. So, als nächstes machen wir weiter mit der Schatzsuche. Da werdet ihr auch von der Linda eine E-Mail bekommen. Auch mit dem Ort, wo das, also mit dem Bild, wo der genaue Ort ist. Den Ort, den werdet ihr aber auch nochmal auf der Map sehen. Also dieser gelbe Kreis, in diesem Umfeld befindet sich der Schatz. Einfach den Schatz suchen. Auch da wird der Controller wieder vibrieren, wenn ihr in unmittelbarer Nähe seid. Insgesamt gibt es dort 4 verschiedene Hinweise. Den ersten haben wir gerade gesucht und die anderen 3 werden auch auf der Map angezeigt. Einfach zu den dementsprechenden Orten einfach hinfahren. Hinweis einfach aufsammeln. So, wenn ihr den dritten Hinweis eingesammelt habt, dann wird sich auf der Map die Schatzkiste auf einmal dann öffnen. Öffnet einmal dann das Options-Menü, geht dann mal auf die Karte und dann werdet ihr sehen, wo sich die Schatzkiste befindet. Begibt euch einfach zur Schatzkiste hin, öffnet diese und dort werdet ihr nun den Doppelt-Action-Revolver finden. Mit diesem Revolver müsst ihr nun 50 Headshots verteilen. Habt ihr diese 50 Headshots verteilt, werdet ihr nochmal saftige 250.000 GTA-Dollar bekommen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal einen Kontostand von 824.000 GTA-Dollar. Ist auf jeden Fall schon echt stabil und ja, in sehr, sehr kurzer Zeit und legal. So, als nächstes können wir uns dann schon mal ein Apartment kaufen, damit wir gleich einen Heist starten können. Und natürlich, damit wir uns endlich mal auch ein persönliches Fahrzeug kaufen können. Ich empfehle das 3-Alter Street Apartments für 214.000 GTA-Dollar. Geht dann auf Legendary Motorsport und dann guckt ihr mal, wenn ihr euch mit Social Club verknüpft habt, könnt ihr euch den LG RH8 für 0 Dollar erwerben. Das ist aber noch nicht alles. Guckt da mal auf Southern San Andreas. Wie gesagt, wenn ihr euch mit dem Social Club verknüpft habt, dann könnt ihr euch dort auch 6 weitere kostenlose Fahrzeuge kaufen. Das geht aber nur, wenn ihr euch im Social Club angemeldet habt. Ich für meinen Fall werde mir aber jetzt gerade mal die Barty kaufen. Weil die Barty auf jeden Fall für den Anfang sehr zu empfehlen ist, da die Barty schnell ist und ja, man kommt mit der Barty einfach überall hin und die kostet auch nur 15.000 GTA-Dollar. So, und die kaufen wir uns gerade. Als nächstes werden wir mal die 50 Störsender suchen. Wenn ihr die 50 Störsender gefunden habt, dann werdet ihr nochmal 100.000 GTA-Dollar bekommen. Und somit haben wir wieder einen Kontostand von 750.000 GTA-Dollar. Als nächstes werden wir dann mal einen Heist starten. Wir haben uns ja gerade das Apartment gekauft. Geht dann an die Planungstafel und startet den Heist. Ich habe mal den Flieger-Heist gestartet. Für den Anfang braucht man dann nur 2 Vorbereitungen. Und den Heist, den hat man innerhalb von einer halben Stunde
abgeschlossen. So, und wir bekommen auch 100.000 GTA-Dollar für den Job. Und weil wir zum ersten Mal ein Heist gespielt haben, bekommen wir nochmal 100.000 Dollar Bonus. Das heißt 200.000 GTA-Dollar nochmal obendrauf. So, als nächstes werden wir mal noch so 2-3 Kontaktmissionen spielen. Und dann haben wir auch die 1 Million GTA-Dollar erreicht. Die Kontaktmissionen, ja, die sind eigentlich auch ziemlich easy, gehen schnell zwischen 5 und 10 Minuten, je nachdem. So, und ja, so haben wir auf jeden Fall schon mal die erste Million GTA-Dollar schon mal ergeiert. Wird's auf jeden Fall. Und ja, in der nächsten Folge wird es auf jeden Fall weitergehen. Da werden wir uns noch ein Büro kaufen und dann mit dem Import-Export anfangen. Und ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.